Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, was ich mir gerade angeguckt habe. Ich habe vor der Aufnahme ein Video geguckt. Wie man besser kackt, ein KLS-Video. Bruder, da muss ich ganz schnell los. Also ich kannte schon diesen Trick mit dem Hocker. Muss ich mal ehrlicherweise gestehen, dass ich das schon irgendwo mal aufgenommen und mitgenommen habe. Aber so, also... Ich würde mir niemals einen Hocker, glaube ich, neben das Klo stellen, um damit ordentlich zu kacken. Zumal ich Angst hätte, wenn man sich so hinsetzt, okay? Wenn die Wurst dann ins Klo ploppt, kriegt man dann nicht voll das Wasser an den Arsch. Und das ist doch wohl das ekelhafteste Gefühl, was es gibt, oder? Okay, aber jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ja, wir haben in letzter Folge ja hier weitergemacht. Ich habe übrigens meine Matheprüfung geschrieben. Lief Chocuzel, Alter. Also mit Glück und mit Hoffnung wird Mathe sowie Deutsch einfach eine 1 in den Prüfungen. Also das wäre natürlich das Heftigste. Wenn das einfach eine 1 wird, das wäre einfach Baba, Junge. Da würde ich ja richtig... Oh, da klopft mein Herz schon wieder schneller. Aber ich will nicht schon wieder zu viel labern und am Ende bekomme ich dann wieder eine 4. Morgen schreibe ich Englisch. Habe heute trotzdem vor, bis um 1 aufzunehmen. Und am Freitag geht es dann für mich ab los zur Theorieprüfung, der zweite Versuch, und hoffentlich bestehe ich sie diesmal. Ich stelle mal in meine Insta-Story, wie ich durchgehend die Testprüfungen oder die Simulation zu Hause bestehe. Ob es dann auch so wird bei der Hauptprüfung, in Anführungszeichen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Außerdem habe ich jetzt eine neue Festplatte. Meine Festplatten waren in der letzten Zeit, oder beziehungsweise meine Festplatte, wo meine YouTube-Sachen alles drauf sind, war voll. Wieder mal. Hatte ich schon mal ein Problem vor langer, langer Zeit, dass sie durchgehend voll war. Jetzt habe ich mir aber endlich gesagt, yo, ich hole mir eine neue Festplatte. Hab das dann auch gemacht. Und jetzt habe ich eine 4 TB Festplatte, Alter. Da kann erstmal jetzt richtig, da können die Dateien gespeichert werden, Leute. Da brauche ich keine Probleme mehr oder besorgen mir mehr irgendwie machen. Tatsächlich hat mein Gehäuse, wie ich euch erzählt habe, nur 2 Festplatten-Slots. Ich habe jetzt eingebaut. Und ich habe ein kaputtes T-Shirt von mir auseinandergeschnitten, um die als Dämmung zu benutzen. Dass nicht die Metallwellen der Schallplatte, ich glaube, so nennt man das, auf das Gehäuse übertragen werden und daher das Gehäuse oder der PC an sich übelst laut wird. Ja, und jetzt habe ich eine Festplatte in meinen PC gelegt und unter die Festplatte und an den Rand von dem Gehäuse so T-Shirt-Reste gepackt, die ich auseinandergeschnitten habe, damit es halt nicht zu laut wird. Ja, und noch funktioniert es, aber ein Kumpel von mir, der sich da relativ auskennt, würde ich behaupten, meinte, dass es halt nicht zu lang dort bleiben sollte, aber ich habe vor, dann zu meinem Geburtstag, also dem 27.07. circa einen Monat, in circa 2 Monaten, mir ein neues Gehäuse zu kaufen, was auch aufstockungsbar ist, also mit dann, ich glaube, 7 Festplatten-Slots war das, was ich mir da holen will. Und dann habe ich hoffentlich erstmal für die nächsten Jahre ausgesorgt, was Gehäuse angeht. Es ist jetzt übrigens für mich gerade 16 Uhr. Ich sag ja die Zeiten immer wieder gerne. Es ist 16 Uhr und ich habe heute, wie gesagt, vor, bis um 1 aufzunehmen. Ich will hier heute eigentlich wirklich die Farm vielleicht schon beenden. Aber ich muss sagen, wenn ich hier einmal rumfliege und mir ansehe, was wir hier heute alles noch für Blöcke setzen müssen. Also ich glaube, das sind, lass mich nicht lügen, mindestens 50.000 Blöcke, die wir hier heute setzen müssen. Also da kommt definitiv wieder eine ganze Menge zusammen. Ich weiß selbst nicht, ob wir das in 10 Stunden schaffen, die ich jetzt hier vorhabe, eigentlich aufzunehmen. Nee, 10 Stunden? 4, doch. Nee. 9 Stunden. Mit Glück kann ich hier heute schon stehen und sagen, wir haben die Köpfe fertig. Aber mal schauen, Digga. Ich sehe mich schon kommen, wie ich absolut ausraste, weil die Zeit wieder einfach fehlt für alles. Also, das wird halt am Ende so unfassbar heftig aussehen, wenn ihr euch das hier allein anguckt und wenn ihr euch das vorstellt, hier komplett rumrum. Ich glaube, das wird richtig krank aussehen. Ich habe vor, wie gesagt, im Nether dann so modernen Style zu bauen, aber halt jetzt erstmal Farmen. Und die Farmen werden wir dann alle im Prinzip überarbeiten, sobald wir einmal genügend Blöcke und genügend Farmen alles haben, um im Prinzip durchgehend zu bauen. Aber ja, ich bin hyped. Das wird wahrscheinlich heute wirklich, mit Abstand wird das, glaube ich, heute die längste Timelapse, die ihr jemals auf diesem Kanal gesehen habt. Also wirklich mit Abstand die längste. Ja, ich lege jetzt los. Wird eine ganz schöne Arbeit. 9 Stunden habe ich vor. Zwischendurch werde ich wahrscheinlich essen, deswegen 8 Stunden. Aber 8 Stunden sind eine Hausnummer, oder? Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Thank you.
Ja, ich bin gerade absolut unnötig. Also, mein Gott, ich könnte mich ja gerade schon wieder selber ohrfeigen. Ich bin gerade so unfassbar unnötig in Lava gestorben, Digga. Einfach wieder gestorben. Nein. Nein. Ich hatte 4 Schalkerkisten dabei. Meine komplette Rüstung, die verzauberte OP-Elytra, Diamantspitzhacke, Schaufel, Axt. Und das ist alles verbrannt in Lava. Weil ich einfach nur wieder dämlichste Vollpfosten mit der Elytra rumgeflogen bin und richtig panisch geworden bin und gegen Wände geflogen bin. Ich fass es nicht, Digga. Ja, also, den Stuff wieder zu machen, sollte nicht so ein Problem sein. Das sollte auf jeden Fall alles machbar sein. Aber das mache ich jetzt nicht. Sondern ich hole mir jetzt einfach nur eine Elytra. Und mache mir irgendwie, keine Ahnung, ganz normale Diamantrüstung. Hauptsache irgendwie was, ein ganz normales Schwert. Nehmen wir eine Spitzhacke, Schaufel und Axt, die haben wir ja noch übrig. Und dann geht's wieder ab in Nether. Ich habe jetzt mir hier noch ein paar Schalkerkisten Bruchstein mitgenommen. Habe jetzt 4 Schalkerkisten, die halt verbrannt sind, die ich in meinem Inventar leider ab Gottes hatte. Mein Schwert ist verbrannt, habe mir jetzt hier einfach nur irgendeins genommen. Rüstung habe ich mir von dem genommen, was im Prinzip wir immer aus den Festungen im End haben. Und sonst habe ich halt noch ganz, ganz viele Raketen. Meine Raketen, echtes A und O sind jetzt. Oh, das tut halt richtig weh, wisst ihr? Ich finde es nicht schlimm, wenn man so stirbt. Aber wenn man stirbt und der Stuff verbrennt, oh, da bricht mein Minecraft-Herz, Alter. Vor allem, wenn er einfach verbrennt. Oh. Oh. So, ich bin wieder angekommen. Mein Stuff ist wieder voll. Ich habe wieder alles, nehme jetzt so 2 Schalkerkisten mit und versuche mal jetzt nicht so dumm hier die ganze Zeit zu sein und irgendwie zu sterben. Ich wünsche euch viel Spaß weiter mit der Timelapse. Tut mir leid für die Unterbrechung. Bis gleich.
Look in your eyes, I'm in love with your laugh. Hair on your face and I couldn't embrace. In a matter of seconds, my heart was intact. Now I'm left with these bits and pieces of what's us and could have been. Trapped inside these memories, or did I lock myself in? But for better or worse, but regardless, it hurts to remember the tears that fell onto your shirt. That meant it was worth it, but you just deserted. To me, it was worth to fight through the hurt. So enough with all of this, I guess I know where we stand. You lost the best thing that you're searching for, was all in your hands. But when the sky is full of fire, and all we have is the past, I hope you find that happiness you've been pretending to have. Wanna walk to the edge of the earth. Till the fire's gone from my lungs. Wanna drink till it don't fill the air. To run back to the water. Ich begrüße euch zurück aus der Timelapse. War sehr, 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 sehr lange Timelapse. Bin wieder am nächsten Tag da, weil ich gestern keine Zeit mehr hatte, wirklich hier noch ein bisschen zu quatschen und euch hier darüber zu informieren. Ihr seht es, wir sind immer noch nicht fertig. Ich habe ungelogen 8 Stunden das Ding hier durchgezogen. Hab hier ordentlich was geschafft, also so richtig ordentlich was geschafft, wie ihr seht. Wir haben nicht mehr so viel vor uns. Hier auf der Seite ist jetzt alles fertig. Hier oben die Höhlen, das habe ich wirklich in der Timelapse kaum gezeigt, weil es halt nahezu unmöglich ist, ist es wirklich zu zeigen. Hier die Höhlen, hier ist alles komplett. Die Spawn Rates sind absolut down. Ihr seht es auch hier. Wir haben hier ein paar Blazes, die jetzt schon spawnen. Letztens standen auch 6 Wither-Skeletten auf dieser kleinen Fläche da alleine. Also es bringt auf jeden Fall schon was. Trotz dessen sind wir noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, hier haben wir wirklich alles komplett da. Das hier ist alles fertig, Junge. Da haben wir richtig durchgezogen. Aber was definitiv leider Gottes noch fehlt, ist einfach dieser Teil hier unten. Und zwar bis hier hinten im Prinzip und dann der Teil hier noch. Ja, aber dieses letzte Stück hier wird definitiv nicht mehr so lang dauern. Hier oben werden wir wieder ein paar Probleme haben, weil es einfach übel kompliziert ist, das hier alles immer noch mit zu berücksichtigen, was da oben ist. Aber es ist, denke ich, noch eine Sache von maximal 3 Stunden. Und dann haben wir wirklich hier komplett drumherum alles abgedeckt, dass da nichts mehr spawnen kann, dass die Wither Farm wirklich zu 100% effektiv wird, beziehungsweise die Wither Skeletten Skull Farm. Ihr seht es auch. Das ist gerade mal so eine ganz kleine Fläche. Unsere Fläche, die wir eigentlich bauen, wird noch ein Stück größer und halt dreifach so hoch. Ich denke mal, dann kann man sich vorstellen, was wie effektiv das Ganze wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Alter, auch wie krank das hier alles aussieht. No, holy shit. Aber Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal um 17 Uhr in 3 Tagen wieder, wo wir das Ganze diesmal wirklich beenden werden. Da werde ich mein Versprechen halten. Wir werden das in der nächsten Folge hier alles beenden. Das ist versprochen, okay? Ich sag's nicht gerne, aber lasst gerne mal ein Like da. In dem Video hier steckt wieder sau viel Arbeit. Also die 8 Stunden, die wir hier gebraucht haben zum Bauen und dann, glaube ich, noch 5 Stunden jetzt im Schnitt mit dem ganzen Rendern und so ein Shit alles. Lasst gerne einfach ein Like da. Ich will nicht groß rummäkeln, ich mache das sehr gerne, macht mir Spaß auch. Bis zum nächsten Mal, Freunde, in 3 Tagen, 17 Uhr. Bis dann und ciao.